Also heute ist der 10. Mai, das ist der Tag, an dem 1933 hier auf dem Frankfurter Römerberg die Bücher verbrannt worden sind von den fortschrittlichen Schriftstellern. Verbrannt wurden sie vor allen Dingen natürlich von der SS, aber auch von Studenten und Studentinnen der Frankfurter Goethe-Universität und ihrer Direktoren unter den Augen des Bürgertums hier in Frankfurt, die Bürger, die geklatscht haben, als die Feuer hier brannten. Es ist kein Zufall, dass die deutschen Faschisten Werke verbrannten, die für Frieden, Sozialkritik und radikale Demokratie standen. Bücherverbrennungen von 1933 stehen nicht nur für eine Unterdrückung des freien Denkens, eine Zerstörung von Kultur und Wissen, sondern auch für die Instrumentalisierung von Wissenschaft und Künsten, für ein menschenverachtendes System. Seine Mahnung an uns alle, die Freiheit des Denkens, der Wissenschaft und der Künste mit allem, was wir haben, zu verteidigen. Zu verteidigen heißt dabei auch, sie zu verwirklichen. Und wir sind hier, weil wir das nicht vergessen lassen wollen, dass 1933 hier Bücher verbrannt wurden. Dass das der Anfang des ganz großen Naziterrors war. Aus aktuellem Anlass die brennende Lampe, Kurt Tucholsky, 1931. Wenn ein jüngerer Mann etwa von 23 Jahren an einer verlassenen Straßenecke am Boden liegt, stöhnend, weil er mit einem tödlichen Gas ringt, das eine Fliegerbombe in der Stadt verbreitet hat, er keucht, die Augen sind aus ihren Höhlen getreten, im Munde verspürt er einen widerwärtigen Geschmack und in seinen Lungen sticht es. Es ist, wie wenn er unter Wasser atmen sollte. Dann wird dieser junge Mann mit einem verzweifelten Blick an den Häusern hinauf zum Himmel empor fragen: Warum? Weil, junger Mann, deine Eltern, deine Großeltern auch nicht den leisesten Versuch gemacht haben, aus diesem Kriegsdreck und aus dem Nationalwahn herauszukommen. Als antifaschistische Studenten gedenken wir dem heute mahnend. Aber wir denken auch an jene linken, pazifistischen, katholischen Studentengruppen, die gegen die Nazis Widerstand leisteten. Von dem, was die Nazis verbrannten, können und müssen wir heute viel lernen. Denn wir wollen ja warnen vor Entwicklungen, wie wir sie in den 30er Jahren, also Ende schon der 20er Jahre und dann Anfang der 30er Jahre erlebt haben, die hinführten zu dem deutschen Faschismus. Und dafür wollen wir heute warnen, denn heute sehen wir, dass eine starke Rechtsentwicklung hier im Lande vorhanden ist mit der AfD und anderen rechten Gruppierungen. Und gerade jetzt vor dem Europawahlkampf und vor den Wahlkämpfen in einigen ostdeutschen Bundesländern möchten wir davor warnen, welche Politik die AfD und andere machen, und möchten versuchen, die Aufmerksamkeit auf diese Tradition und die Folgen dieser Politik zu lenken und gleichzeitig natürlich auch versuchen, den Widerstand dagegen zu stärken. Die Mütter sollen